Hallo, Istina, mein Schnuckelschatz. Die Kerne weiß ich jetzt auch nicht, woher die haben. Stönisch, hinkig, nach wird daher, okay. Na gut. Aber an dem Quest könnt ihr auch unter anderem Belohnungen geben, wie eben sowas. Daher hast du vielleicht trotzdem Sachen, die ich noch nicht habe, weil dem Quest sind ja Sachen, die ich eher links liegen lasse noch. Wer weiß. Sephiroth, Zerstörer der Welten. Danke, dass du gekommen bist. Ahoi. Ach, entschuldige den plötzlichen Brief. Als ich sagte, ich muss unbedingt mit dir reden, da warst du bestimmt besorgt. Ich gebe zu, ich habe ihn nicht gelesen. nein, ich war nicht besorgt. Nein. Oh, nun, das ist schön zu hören. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich werde das Waisenhaus verlassen. Ja! Wird jeder Mörderin. Rossi sagte, dass die anderen nichts damit zu tun haben. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändert. Sie wird ihnen erzählen müssen, dass sie mich in der Hauptstadt gefunden hat. Wenn sie herausfinden, wo ich bin, dann werden sie sicher auch was mit der Information anfangen. Ich bin eine Verräterin. Sie würden nicht zögern, einen Meuchler zu schicken, um mich zu töten. Ich helfe dir. Wir machen dich fertig. Sie sind skrupellos. Die schrecken von nichts zurück, wenn es darum geht, etwas zu Ende zu bringen. Wenn sie herausfinden, dass ich in einem Waisenhaus gearbeitet habe, würden sie sich als Flucht zu machen wollen. Du meinst, sie würden Geiseln nehmen? Wenn das alles ist, können wir noch froh sein, ehrlich gesagt. Geiseln umbringen? Wichtig ist bloß, dass alle in Gefahr bringt, wenn ich im Waisenhaus bleibe. Und das kann ich nicht zulassen. Ich will nicht, dass irgendwer wegen meiner Vergangenheit Schaden nehmen muss. Klingt, als hättest du keine Wahl. Willst du bei mir Unterschlupf kriegen? Ich hab noch einen Platz frei neben meinem Bett. Mein ja bloß. Ja, stimmt. Hast du. Ich muss den Kindern zuliebe. Ja, sie muss. Bei mir. Ne? Kurin, bist du damit ihre Nebenquest auch schon weiter als ich dann, wenn du mit Quests generell weiter bist? Du hast das gelockt noch bei dir irgendwie. Sieh mich nicht so an, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Ich verlasse nur das Waisenhaus. Das heißt nicht, dass wir uns gar nie wiedersehen werden. Wir müssten immer noch die Täterin finden, die meinen Namen benutzt hat. Nummer 3. Ja, lass machen. Sie werden noch eine Lehrerin verlieren. Gewissenseinredung. Toll. Bin ich kein Fan von. In dem Fall. Welch ein Jammer, aber ist mir egal. Meine Zeit ist gekommen. Ich muss mit dir in deinem Haus wohnen und wir müssen ganz, ganz mächtig, stolz, toll, glücklich werden zusammen und alles. Hilft nichts. Frau Istina. Na, jetzt kommen die Gören. Was? Endlich haben wir sie gefunden, Frau Istina. Hi. Was gibt's? Habe ich was verpasst? Ja, haben Sie wirklich. Sie hatten versprochen, uns heute ein neues Buch vorzulesen. Wissen Sie noch? Ich habe vergessen, Urpflanzen zu kaufen. Ach, scheiße. Genau, wir haben alle auf Sie gewartet. Sie haben doch nicht vergessen, oder, Frau Istina? Nein, natürlich nicht. Wirklich? Welches Spiel haben Sie von uns heute dann besprochen, hä? Übermorgen spielen Sie aber auch noch mit uns, oder? Nein, tu's nicht. Tu's nicht. Das ist eine Falle. Ja, wir spielen Prinzessin und das Omen und fangen den Cornelu. Ersteres scheint hier sehr beliebt zu sein im Spiel. Da habe ich schon so oft gelesen. Ich habe es nicht vergessen, keine Angst. Dieses Mal fangen wir sie wirklich verboten, Istina. Nein. Ich werde sie retten, Prinzessin Istina. Ich freue mich schon drauf. Ich bin gleich da und lese euch das Buch vor, okay? Ich muss noch was kurz erledigen. Wird nicht lange dauern. Jawohl, gnädige Frau. Gnädige Frau. Massenmörderin. Die erinnert mich gerade so ein bisschen an Stargate. Da gab es auch so, ich glaube, die ist so auch Zerstörerin der Welt und so war ihr Beititel gewesen. Die war in der einen Folge da oder wurde erwähnt und ist dann in der nächsten Folge aufgetaucht. Da war sie verjüngt durch ihr eigenes Gift oder sowas in der Richtung, hat alles vergessen. Die hat irgendwie eine ähnliche Ausstrahlung gerade, wie ist sie da? Weiß nicht, kommt mir gerade in den Sinn irgendwie. Vielleicht kennt ihr ja jemand von Stargate. Ich habe den Namen beim besten mir gerade nicht im Kopf, aber war auch irgendwie halt eine Meuchlerin. Hat alles, oder eine, die fiese Experimente gemacht hat, war ganz fies und keine Ahnung was.
Linnea mit den Mixturen. Duffy, oh krass, ein laufendes Lexikon. Erstmal dunkle Grüße. Und ja, genau, ich glaube, die war es gewesen. Linnea, der Name kommt, das kommt hin. Irgendwie ähnlich, grob. Irgendwie. Nee, wir kommen gar nicht weiter, weil ich den Ort nicht besuchen kann. Hä? Aber wenn du nicht weiter als ich bist, Kurin, dann musst du auch an alle Orte... Argent, wo ich gerade war, da kommst du nicht hin, richtig? Na gut, dann ist klar. Das war das gerade hier vorgewesen. Okay, dann bin ich quasi eine weiter als du mit dir hier. Du spielst also die Schurken? Genau, okay. Niemand will das Omen sein, also übernehme ich die Rolle für sie. Sie rechnen morgen mit mir und übermorgen und so weiter und so fort. Stargate-Fan muss das wissen. Ja, weiß ich auch, nur der Name ist mir dann wirklich nicht geläufig, weil es auch nur zwei Folgen waren, wo die erwähnt wurde, soweit ich weiß. Von 9 Staffeln der Hauptserie, 4 Staffeln Atlantis und ich 2 oder 3 Staffeln Universe und diversen Fernsehfilmen und so weiter. Habe ich den Namen dann von dieser Person, die halt nicht so oft vorkam, dann doch nicht im Kopf gehabt. Sorry. Wenn ich so drüber nachdenke, haben wir noch so viel zusammen vor. Und das war bestimmt doch nicht alles gewesen. Wenn du gehst... Ach, verdammt, das ist... Ich will sie in keine Ecke drängen. Ich will sie aus der Ecke rausholen. Die Kinder brauchen dich. Sephiroth, Zerstörer der Welten. Ja? Wobei, du eigentlich recht hast. Erst Tjella. Wenn ich jetzt auch noch gehe, wer kann sie dann noch beschützen? Tjella konnte nicht beschützen, die war selbst eine Waffe. Vergiss es mal nicht. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Ich komme zu dir. Ich lasse die Kinder hinter mir und wir haben ein schönes gemeinsames Leben. Verdammt. Ich will das Waisenhaus nicht verlassen. Nein, wieso? Wieso? Ich bin nach dem Wiedersehen mit Rosny ein bisschen in Panik geraten. Aber was auch passiert, ich werde die Kinder beschützen. Okay, aber ich bin an deiner Seite, das ist zumindest die Richtung, die ich haben will irgendwo. Dachte ich mir schon, Duffy, aber trotzdem, schön, dass du mal dich zu Wort meldest und ich weiß, wer da im Lurk rumlurkt. Diablo Guide is real. Ja, Diablo könnte ich auch noch mal zocken heute, theoretisch, meine 12 Stunden. Ich habe ja Zeit. Gucken wir mal. Danke. Sieht so aus, als müsste ich mich jetzt noch mehr auf dich verlassen, Sephiroth, Zerstörer der Welten, ha? Ja. Hoffentlich bist du dir bewusst, worauf du dich hier einlässt. Ich bin saustark, ja, ich weiß, ich krieg ja schon hin. Jedenfalls, das ist jetzt beschlossene Sache, aber wir müssten uns immer noch um die Hochstaplerin kümmern. Wir haben noch keinen Schimmer, warum sie das tut. Ich versuche, sie wieder rauszukriegen, wie ich kann. Ich melde mich dann. Ja, wie immer, ne? Danke fürs Gespräch heute. Ich muss wieder zu den Kindern. So ein Scheiß, oder? Ja. Wir sehen uns später. Tschüss. Auf Wiedersehen. Plopp. Die Hälfte durch. Es ist echt Wahnsinn. Diese Nebenquests, diese Charakternebenquests dauern schon so lange. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte von Istina und ich habe 6, 7 weitere Charaktere noch, die ich das gleiche nochmal durchmachen kann. Content hat das Spiel und nicht mal schlecht. Also die Storys sind jetzt nicht super mega mega, auch von der Inszenierung her ist es nicht so mega mega, aber die Storys dahinter, die Charaktere dahinter sind alles schön erklärt, glaubwürdig und der Stil ist sowieso Wahnsinn. Das Spiel ist einfach mega. Das Spiel ist einfach mega. Fahre mit dem Mage Shattered Stones, weil ich da alles schon voll habe und Support Skills noch. Ah ja. Läuft, Duffy. Hey. Mehr Kritrate. Wer man es möchte, genau, Corinne. Man kann ja Harvest Stella auch größtenteils ohne Story spielen. Man sollte schon so weit sein, dass man die wenigsten Sachen machen kann, so auf der Farm. Sonst hat man nicht das volle Potenzial letztendlich beim Farm. Aber man muss die Story auch gar nicht spielen. Das ist immer wieder wichtig zu erwähnen. Man kann ja sein eigenes Tempo voll selbst wählen. Ganz, ganz wichtig und ganz klar. Aber dann verpasst man was. So wie ich gerade die Nebenquests verpasse, wobei ich die Nebenquests jetzt, die Nebenquests nicht so mega finde. Aber auch die sind völlig in Ordnung. Istina, schon wieder.
Lang nicht gesehen. Oh, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Du schon wieder? Wolltest du nicht abhauen? Nein, Istina. Wer ist denn dein Freund? Ich bin das große Einhorn von den Kryptiden. Du wurdest mir empfohlen von meiner neuesten Aushilfe, Sephiroth, dem Zerstörer der Wäldchen. Wäldchen? Weltenmann? Wäldchen, du bist ein Aushelfer. Nee, bin ich nicht. Doch, bist du wohl. Nein! Daher bin ich hier, um zu bestätigen, dass du eine angemessene Dienerin abgeben wirst, bevor wir aufbrechen. Dienerin? Sephiroth, Zerstörer der Welten, ich glaube, das verlangt nach einer Erklärung. Oder zwei. Du erklärst alles. Fein säuberlich. Danke. Du brauchst also Hilfe bei der Suche nach einer Prinzessin? Genau. Nun denn, Markt, wenn du über relevante Informationen verfügst, dann teile sie mit mir. Das ist so geil, dieses Einhorn. So ein arrogantes Arsch. Ich liebe es. Nee, Kuri, ich sag nicht, du verpasst. Ich sagte, ich verpasse gerade Nebenquests. Nicht du. Egal, weiter. Das werde ich aber. Darf ich zuerst fragen und dich bitten, mich nicht Dienerin zu nennen? Verzeihung? Du bist doch eine Bekannte von Sephiroth, dem Zerstörer der Wäldchen, oder nicht? Hierarchisch gesehen seid ihr ebenbürtig. Damit herrsche ich auch über dich. Ein kleines Arschloch. Einhorn. Das kleine Arschloch-Einhorn. Ui, Duffy. 97 Kisten. Das ist wohl nicht so wichtig. Also, zu deiner Prinzessin. Das ist nicht zufällig dieselbe Prinzessin wie die aus dem Schloss Lewis, oder? Ich nehme mal an, dass es Lewis und nicht Lewis heißen soll. Doch, genau die. Dann sparen wir sicher Zeit, damit auch hingehen einfach, oder? Also, östlich von Stadt Toller gibt es auch so ein Schloss. Nennt sich Schloss Lewis. Ich kann dich sogar hinführen, wenn du willst. Das wäre überaus gütig von dir. Wir möchten umgehend aufbrechen. Obwohl, eine Audienz bei der Prinzessin wahrscheinlich... Weißt du was? Es ist so einfach, wenn du selbst das Ganze siehst, okay? Bist du bereit? Ich gebe eben Weisungs Bescheid, dass ich derweil nicht da sein werde, ja? Hui! Pferdchen freut sich. Jetzt Arschloch-Einhorn, ey. So geil. Hallo, Istina. Schon wieder. Mensch, man läuft ja ständig über den Weg hier. Toll. Ab nach Hause. Ich muss auch Karwuffeln anpflanzen. 70 Stück. Keine leichte Aufgabe, liebe Leute. Ich könnte auch nochmal zu Furcht, aber ich habe keine Sachen gerade zum Heilen. Das bringt also nicht viel. Dass ich so wenig Leben heile mit dem Ding, das habe ich irgendwie auch... Ich gerade doch übelst gemein überrascht. Übelst. Hast du das Wort eigentlich, aber ist egal, gerade passt das. Plopp. Take Wet hasse ich auch. Boyband. Scheiße. So, jetzt haben wir hier. Mega Farmung. Nein. Ach so. Doch, hier kann ich schon ein bisschen mehr machen als plus drei Felder. Nein. Kann ich nicht. Toll. Dammit. Immer weiter. Nimm das. Nimm das nochmal. Nimm dieses. Nimm jenes. Und noch eine Reihe. Habe ich echt genug? Aber ich habe noch 30. Ah, das müsste reichen. Das wird schon funktionieren. Zack. Na, ah. So. Ich hätte die Zeit nutzen können, mal ein paar Uferpflanzen zu kaufen, wenn man gerade so aufregt zu kosten. Na egal. Morgen vielleicht, wenn ich dann denke. Nee, stimmt nicht. So, wie gesagt, langsam sollte ich mich auf den nächsten Stream, das nächste Spiel vorbereiten. Aber es ist ja noch, es ist ja knapp vor halb, das geht noch. Warte, ich habe noch 7? Noch 3? Wo habe ich hier was falsch gezählt? Aber ich habe gar nicht gezählt, ich habe hier einfach bloß, ach hier. Die Zahl, die da war. So. Ich habe jetzt noch so viel Ausdauer, was mache ich denn damit? Eigentlich Verschwendung, aber gut, das ist vom Bosskampf halt, ne? Was willst du machen?
Bringt ja nichts. Welcome back. Ja. Ich mache einfach Essen. Kann ich was Neues machen? Ja. Siehst du. Hatte ich schon. Warte, 1, 2, 3. Das heißt, das 4 ist dann das hier. Und das ist doch, was ich jetzt bekommen habe, ne? Das ist das neue Gericht, glaube ich. Nee, das ist das neue Gericht. Das hatte ich vorher schon gehabt. Was brauche ich dafür? Ah, ach, wieder der Kohl. Egal, zumindest haben wir das erstmal. Flop. Läuft der auch. Brauchen wir auch. Ist okay. Ja, das heilt mich 2700 LP. Meine Bergpfanne hat ja wie viel los? 900. Ich hab ja ein bisschen mehr als 900, ne? Ist klar. Aber ich könnte mir auch das hier durchaus gönnen. Bisschen mehr Schaden oben drauf noch? Warum eigentlich nicht, ne? Ah, da brauche ich halt Mehl und den Salat, den ich halt nicht kaufen kann. Den, glaube ich. Da müsste ich auch Vorrat produzieren, was ich natürlich nicht getan habe jetzt. Dito. Das ist geil, vom Giftschaden plus. Ausdauer 100% und viele Leben obendrauf. Eier habe ich genug von der Farm. Pilze, ja gut, habe ich halt ein paar. Ja, Samira, Sekunde. Fleisch muss ich halt, das muss ich nicht mehr besorgen, das kann ich mir jederzeit besorgen. Pilze auch, das geht theoretisch, aber dann wiederum. Habe ich keine Pilze für die Bergfahne, das ist auch vielleicht unpraktisch, ich weiß es nicht genau. Ah, wieder mit Mehl, Mehl kann ich auch kaufen, ich brauche den Salat, aber den kriege ich nicht einfach so ran. Yes. Irgendwie ein paar Problemchen bei der Herstellung. Ich bräuchte irgendwas richtig Geiles, was ich ständig herstellen kann, was viel Leben herstellt. Oder aber ich muss echt auf Getränke gehen, was ich eigentlich nicht will, tatsächlich. Ich will, dass das hier reicht. Doch machbar sein, dass sowas hier reicht. Käse, aber das links wiederum nicht. Auch nicht weg, auch mehr Leben, das Ganze. Kritische Treffer? Schaden, schätze ich mal, plus, nicht Chance. Erdbeeren hast du auch nicht so oft. Radiesen sowieso nicht. Oh, das ist schlimm. Ich habe noch eine Million Paprika, aber es ist ja auch nichts, was ich ewig behalten will. Ich will alles verkaufen noch. Ich glaube schon das hier. Oh, das ist doof. Aber ich mache erstmal das hier essen. Das ist halt mein Standardessen. Hallo? Das habe ich ein paar Mal herstellen. Ich brauche es ja so oder so wieder, ne? Komm. Erstmal 9. Wieder 2 Stacks. Nicht voll, aber ich hab ein bisschen was davon. Siehste. Und, Moment, warte kurz. Das hier ist ja generell. Das ist für mich zum Essen. Das ist zum Weggeben, ne? Das habe ich ihm gerade nicht benutzt gehabt, aber das ich auch mal nutzen. Moment. Shrimp, Pilz, Tapas. Ich das doch irgendwo zum Abgeben? Shrimp. Wenn es hier nicht ist, wahrscheinlich gar nicht. Scharimp. Nö. Kann ich also tatsächlich essen. Okay. Wäre eine Option. Aber das halt ist zum Abgeben. Definitiv. So, wo war das andere hier? Wie gesagt, Giftschaden ist natürlich auch sehr geil jetzt bei der speziellen Frucht, weil der gegen Gift anfällig ist. Würde das wahrscheinlich 2 treffen müssen damit, statt 3, wenn ich Glück habe. Und dann ist das Ding schon mal gebrochen. Brich! Komm, ich mache einfach 3 Stück. Ja, das verstopft, was ich mal tragen kann, ein bisschen, ist völlig richtig. Da muss ich durch, hilft alles nichts. Aber ich habe jetzt noch was. Und da muss ich eben echt gucken, ob ich Gemüsesaft noch herstelle die Tage. Und überhaupt, was ich... Na toll. Wir haben ja die Kartoffelsachen noch und wissen nicht, was dabei rauskommt. Zucker auf Mayo, okay, blablabla. Achso, habe ich ja noch gar nicht für jetzt. Stimmt, ja.
Fortsetzen. Momentchen mal ganz kurz. So. Im Dachgeschoss was gehört. Ah. Erfolgstrophy Nummer 4. Ich weiß zwar nicht wieso, aber hey. Oder auch nicht. Hä? Ich meine, war das nicht vorher auch Gold? Jetzt ist es Silber. Oder ist das Bronze? Das ist Gold. Das ist Silber. War es vorher Bronze und nicht Gold? Hä? Wahrscheinlich ist irgendwas in meiner Tiere jetzt rangereift oder so. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt so ist. Ah, apropos, ich wollte doch Tierfutter kaufen. Ah, habe ich auch nicht gemacht. Scheiße. See you later. Schiete. Na egal, die werden schon nicht verhungern. Alles cool. Alles cool. Die überleben das alles. Zack, zack. Ah, auch nicht gemacht. Bisschen geträumt gestern, ha? Ach, fuck. Plus und Minus. So, was habe ich aus der Kartoffel rausgekriegt? Gemüsesaft. Kartoffeln stecken wir nicht in den Mixer. Das ist ja lächerlich. Gemüsesaft aus dem Kartoffeldingens. Auf der Kartoffel. Das ist Käse. Das kannst du ja voll knicken. Nein. So nicht, Sir. Zack, zack. Klar, ich meine, Kartoffel ist Gemüse. Letztendlich. War zu erwarten, aber... Ist echt lächerlich. Einen nehme ich trotzdem mit. Wie gesagt, ich brauche ja was zum Heilen. Und das stauft meinen Magen nicht voll. Für den Furchtkampf durchaus sinnvoll. Kommt weg, das war Quatsch. Ich behalte beide da. Ich werde auch künftig noch Gegner haben. Wo ich sowas vielleicht brauche. Also ja, damit. So. So, das übliche... Oh, ich habe noch 19... Karwuffelsamen. Gut zu wissen. Hatte ja vor Ort gekauft, ne? Ja, ich erinnere mich ganz grob. Ja, damit... Naja. Naja. Gras und Weizen. Nicht damit geizen. Das auch nochmal mitnehmen für das andere Zeug. Und natürlich die guten Paprika wieder. Und Pfeffer. Ich brauche eigentlich alles mitnehmen hier. Ich würde das gerne wie nach eigenem Gusto sortieren, aber es geht ja auch nicht. Zack. Gras. Währungsfass. Nochmal. Ich hatte gerade Wasser. So. Passt. Ei rein. Peperone. Dieses. Und jedes. Okay. Kartoffelkühl. Ja, oder, Kurin? Schade. Vertane Chance, leider. Halten wir. Aber naja, was willst du machen? Hallo, meine Tierchen. Piep, piep, piep. Hab euch eine. Lass mich durch. Piep, 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 piep. Dann, dann. Ich habe Essen für euch, zum Glück. Nicht genug, ich muss echt welches kaufen jetzt. Ich habe einfach zu viele Tiere. Nee, 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 wir wollen was fressen. Nee, wir haben nichts gekriegt. Nee. Wobei, ich glaube, alle bis auf einer was bekommen. Ich hatte, glaube ich, 5 Essen drin. Und der eine wird bestimmt... Ja, bestimmt nicht geteilt. Das ist bestimmt gemeine Nicht-Teilbiester. Haben den einen quasi auflaufen lassen. Bin ich mir fast sicher. Der ist fast verhungert über Nacht. Ist ein bisschen meine Schuld, gebe ich ja zu. So, bevor ich Quatsch mache, ich muss ja noch wässern. Siehst du? Hui! Ach, nö! So. Zack, zack. Ich versuche mal. Ah. Vor kurzem Chat rein. Ich versuche mal noch. Ich habe jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten, die ich jetzt noch Harvestella spiele. Da mache ich ein Päuschen vielleicht schon wegen Shedrick. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es wohin kommt. Ah. Ja, ist fertig hier geworden, verdammt. Und ich versuche meiner Zeit noch den Tag nicht zu beenden. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Das ist zu wenig Zeit. Aber zumindest die Furcht nochmal zu besiegen. Das wäre mir schon noch ein Bedürfnis, das heute zu schaffen. In diesem Stream. Ich werde ja vielleicht nochmal zu Harvestella zurückkommen heute. Weiß ich noch nicht genau. Ich habe bis auf den Let's Play Part mit Shedrick nachher nur sehr lose geplant, was heute noch beim Kanal passiert. Ich bin hier ein Mann der Spontanität, wisst ihr ja alle. Ne?
Zack, zack. Da ja mal schauen. Muss nicht unbedingt jetzt Ende aller Tage sein, aber ich habe eigentlich schon vor, auch Graveyard Keeper noch zu bringen heute. Aber so oder so haben wir noch Zeit. Was ich sagen kann, was dort nicht kommen wird übrigens, ist Xenoblade Chronicles. Das ist für morgen reserviert. Und ja, alle Planung nach wird auch morgen ganz normal 18 Uhr der Xenoblade Chronicles 2 Stream stattfinden. Ne? Und deswegen auch bewusst heute nicht drin, denn wir haben ja nicht Xenoblade Sonntag. Hm? Checkt euer Kalender, es ist nicht Xenoblade Sonntag. Ganz eindeutig. War da auch was fertig gewesen? Kann ich das schon ernten? Mais, jawohl! Hä? Moment. War der nicht mehrfach ernten? Dachte ich, könnte Mais mehrfach ernten. Offenbar nicht. Okay. Was passiert eigentlich, wenn man reifes Zeug auf reifen Feld steht? Keine Ahnung, Kurin. Irgendwann bestimmt. Ich habe es halt nie bewusst gemacht. Müsste man ausprobieren. Welcome back. Es waren jetzt genug Mais für... Oh! Habe ich noch mehr Mais angesetzt oder ging ich von Mehrfachernte aus gerade? Ich baue noch 15 auf jeden Fall. Okay. 15 Mais brauchen wir also noch. Ist ja ein Ding. Hatte ich mich auch mal verkalkuliert. Aber wie gesagt, ich ging von Mehrfachernte aus tatsächlich. Take care out there. Ja, wieso? Aber so ein Mais wächst doch an Dingens dran und nimmst das Ding... Oh, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre so hier. Mist. Na gut. Das war gerade 15 Mais fehlen noch, ja? Dann hole ich mir ja mal so viel Mais. Er faulst sobald die Jahreszeit... Ah! Also vorher nichts, Samira? Das heißt, man kann das quasi die Jahreszeit komplett überstehen lassen, die Pflanzen, und es passiert nichts damit. Samira ist ja auch ein Harvestella-Profi, ne? Die weiß auch Bescheid. Das dazu. Und wie gesagt, noch ordentlich Mais ranholen. Und vor allem jetzt ordentlich Karwuffeln verkaufen. Zack, uns weg. Das kann ich gerade hier nicht verarbeiten, oder? Ich habe auch noch Mais. Warte, ich müsste noch Mais hier drin haben eigentlich. Also muss ich nicht unbedingt sparen. Nicht so viel. Komm, ich lass mal ein paar Mais ist noch hier. Falls ich was kochen möchte, irgendwann was Tolles damit. Kann ja sein. Weg. Okay. Ich will bleiben auch am Baum, bis man sie erntet. Okay. Apropos. Müsste auch bald soweit sein, hier meine Büscheltrauben. Ich glaube, morgen oder übermorgen im Spiel. 5-6 Tage. 6-7 Tage soll das wachsen. Dann haben wir das eigentlich auch. Es sind noch mehr. Guck mal, es sind mehrere dran. Tatsache! Ich kann das mehrfach. Ich habe das immer nur einmal geerntet, ich Idiot. Ich hätte das jedes Mal dreimal ernten können? Was zum Teufel? Ich habe voll viele von den Dingern nicht gekriegt. Oh. Ich habe mir noch beschwert damals, wie lange das dauert, davon drei Dinger zu kriegen für das eine Gericht. Und ja, einmal ernten wäre es gewesen. Ach du Kacke. Oh, wie ärgerlich. Ja, Samira, lach doch. So eine Scheiße. Ich will so viel entgehen lassen hier. Das gibt's doch einfach nicht. Gibt's doch einfach nicht. Oh, sieht's auch alles mehr bei Änderung. Sehr schön. Das gibt's doch einfach nicht. Hab das nie gesehen. Unglaublich. Unglaublich ist das. Aber jetzt wissen wir's. Hey. Ich müsste eigentlich das ganze Spiel von vorne jetzt anfangen und bockig alles besser machen. Das wäre jetzt eigentlich das, was man machen müsste. Mache ich aber nicht. Das heißt, lesen würde. Ich glaube, es hat mehrfache Erntung. Das heißt für mich, ich kann das an mehrfachen Tagen nacheinander machen. Dass man es mehrmals abpflücken kann, stand nirgendwo. Und ich habe mal geklickt und dann habe ich es auch nicht mehr gesehen. Und ach Mann! Alt und unaufmerksam. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank auch. Scheiße! Es ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Aber jetzt wissen wir das. Jetzt wird das nie wieder passieren, dieser Fehler. Ja, nie wieder, natürlich. So, kann ich eigentlich alles weiterverarbeiten? Das heißt, ich kann... Komm. Das wird weiterverarbeitet. Das auch. Da hatte ich auch Optionen, das zu machen. Ich weiß nicht, ob es lohnt, aber ich behalte es trotzdem mal noch.
Und ich gucke doch mal ganz kurz, sicherheitshalber, wie viel Mais ich brauche. Ja, ich weiß, die Intro meine ich ja auch, aber... Ach Mann, doch 15. Ah, gut gemerkt. Ach Mann, ey. Ja. Ist alles halb so wilderig. Alles halb so wilderig. Zack, zack. Kühlbeeren Wildblatt. Das Blättle ins Trüchen. Bye, bye. Tschüss. Bam, bam, bam. Bevor ich weitergehe, siehst du, ich muss noch ganz dringend, vergessen, weil ich jetzt danach aufhören werde mit dem Spiel. Ganz, ganz, ganz dringend, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich muss noch Futter kaufen für meine Tierchen. Wenn ich das vergesse, dann sind die sauer auf mich. Und ich muss gucken, ob ich hier Mais kaufen kann. Dann muss ich eigentlich weiterlaufen als bis hier. Aber ich glaube, Mais geht jetzt drüben. Nein, doch nicht. Er läuft. Ja, ich weiß, woanders ist es billiger, aber ich habe das Geld doch. Ich habe das Geld doch. Was ich hier nicht habe, ist natürlich, wie ich gerade wieder sehe, Karwuffeln. Brauche ich aber auch nicht unbedingt. Komm. Oh, 30 davon holen. Ja, komm. Ich glaube, Karwuffeln mache ich nicht mehr so viele. Ich habe ja schon ganz, ganz viele. Was selbst herstellen, Samira? Das Futter, ja, nee. Weil ich gerade... Ich habe bei einer Futtermixer und so weiter. Ich stelle Futter auch selbst her, aber ich habe halt bloß zwei Futtermixer bisher. Das heißt, ich krieg pro Tag bloß vier oder wenn ich Glück habe, fünf. Wenn ich halt eine goldene Rarität reinhaue an Futter dazu. Und reicht dann nicht bei sechs Tieren jeweils. Aber ja, werde ich auch wieder so machen. Achso, mein Geld ist alle. Volumbass gewesen. Und ich habe jetzt vergessen, über Nacht vor allem das eine Abzug. Ich habe das falsche Gras reingetan, deswegen habe ich noch weniger gehabt. Deswegen. Aber ja, du hast recht. Man macht weniger Gewinn, ganz klar, wenn man es kauft. Ist richtig. Ich werde auch künftig wieder mehr forcieren, dass ich dann das... Ich habe das. Ich muss einfach mehr von diesen Futtermaschinen noch herstellen. Das ist aber noch nicht passiert. Kommt aber noch. Fix anpflanzen. Vor den Mais, damit das durch ist. Und zack. Und zack. Das war's doch schon. Kein Platz mehr. Ah! So viel gekauft und so wenig Platz dafür. Okay. Mehr kein Ding. Dann kommt der Rest morgen halt. Ist egal. Stört uns nicht. Fix den Boss. Besiegen die Furcht. Vielleicht auf dem Weg hin schon mal was konsumieren für Ausdauer. Die Furcht war jetzt kalt. Das speichere ich, beende das Ganze und dann ist gleich Shedrick Time. Yeah, Shedrick Time. Transportmittel wechseln. Ab in die kleine Gurkenschau. Wie ist das Teil? Ich hab's vergessen. Das U-Boot, meine ich. Wie ist denn das bloß? Ach. Dings. Ich starte erst diese hier wieder. So, du hoffst, wir werden sehen. Nein, das. Jetzt habe ich ja genug Heilung dabei, Kuhn. Jetzt haben wir erstmal die Heilung, die Leben, die das Problem waren, von mir. Da sehe ich jetzt kein Thema mehr. Aber schon mal. Warte, das hier war. Was für Gift? Nee, warte. Essen, darf ich das hier? Verdammt. Jetzt falsche Essen. Das brauche ich, genau. Und das Ding macht meinen Giftschaden hoch. Und Wellen- und Wasserschaden. Oder Wellness-Schaden. Wellness-Schaden ist gut. Das mag ich. Das finde ich gut. Wellness-Schaden. Das stopfe ich mir rein, wenn ich beim ersten Dings, gleich einen Schaden nehme. Lasst mich. Ich hasse euch. Ich sagte, lass mich. Ach. Leute, Kopf ist kaputt. Brav. Lauf. Gut gemacht, Estina. Sehr gut gemacht. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Shedrick. Das tut sie. Aber sie stirbt da trotzdem. Muss man wieder erwähnen. Greift doch mal, Leute, greift doch mal an. Mach doch mal was. Jetzt ungern meinen Giftangriff machen. Weil ich meinen Giftboost noch nicht drin habe. Ah ja, hau immer auf mich auf. Komm.
Aber da gibt mir so viel Leben dazu, dass ich da doch eher noch warte, bis ich ein bisschen mehr Schaden habe. Noch zwei Angriffe, würde ich sagen, dann. Oh, ich kann schon das machen. Ich sehe auf mich forciert hier. Dodo Brothers, ja hey ho! Seid ihr alleine oder seid ihr zu zweit gerade? Dunkle Grüße und danke fürs Reinschauen. Da bin ich ja überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr noch Zeit habt. Oder doch, mal irgendwo reinguckt. Finde ich ja voll cool. Dankeschön. Willkommen hier im 12-Stunden-Stream. Weil 10... Aua. Weil 10 Jahre Feier und so. Aua. Eine Runde Harvest Teller heute. Wie ihr sehen könnt. Mega Spiel. Gönnt euch. Momentan Yannick, der mit den Haaren. Alles klar. Ja, dann Dankeschön und vielen Dank fürs Vorbeischauen. Freue ich mich sehr. Ja. Ich muss echt meine Sachen fressen hier, sonst bin ich... Alter. Ruckzuck. Zieh mich auf. Hör dann auf, mich anzugreifen. Ich habe doch zwei Begleiter. Nimm die. Nimm doch die. Da. Die sind... Au. Die sind viel älter. Die leben nicht mehr lange. Also, ich bin jünger, aber ist egal. Ach, Kurin hat Bescheid gesagt. Ja, Kurin wieder. Danke, Kurin an der Stelle dann. Ja, ein wildes Shedrick. Wir zocken doch gleich mit Shedrick eine Runde, tatsächlich. Oh ja, Double Damage, komm. Double Time. Oh. Das kratzt hier nicht so. Autsch. Autsch. Nee, wir sterben nicht. Keine Angst. Ich hab's nämlich... Oh, der kommt immer noch zu mir gelaufen. Hör auf damit. Verzieh dich. Fieses Gedöns. Au. Ich hab keine Schwäche mit meinen Angriffen hier. Das ist natürlich echt unpraktisch. Da greift nur mich an. Ey. Leute, macht doch mal was. Ich kann jetzt zum Schattenlauer wechseln eigentlich, wenn ich eh nämlich angreife. Was soll denn das? Au. Wenn wir kriegen, ich muss echt viel dafür essen. Das habe ich nicht erwartet. Schattenlauf, habe ich gesagt, ne? Das hab ich gemacht. Meine Güte. Autsch. Grummel. Machen Sie es gut, die Krieger. Achso, der Shattuck wahrscheinlich. So wie du verrückt wärst, mir bei Dave the Diver zuzusehen, so drehe ich hier durch. Wenn du Harvest Ella spielst, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Was? Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen, ich verstehe. Danke. So, besiegt. Ah, es war echt ein Aufwand, meine Güte. Krass. Schalt ihr stumm, Daniel, ich locken schon mal im Discord rum. Ich bin auch gleich so weit, Shedrick. Ich mache jetzt noch ein Speicherli. Und dann komme ich gleich zu euch rüber. Soll ich doch abgeben? Ach, egal, mach ich anders. Anders war das jetzt das Ende. Ich gebe noch... Oh, ich habe Ton gefunden. Ja. Einen brauche ich noch. So, ganz kurz. Den Chat mal abchecken hier. Achso, ja, danke für den Shoutout, Kurin. Sehr gut. Sehr schön. Die Dodo Brothers. Lustige Kerlchen. Habe ich auch erst neulich durch Kurin entdeckt. Macht Spaß, dazu zu sehen. Ich stream, glaube ich, immer... Samstags hauptsächlich, oder? Ich meine nicht nur, aber ich glaube hauptsächlich. Wenn ich mir jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, das war so. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Korrigiere mich. Singular. Samstag-Horror ist Wichtigstes, siehste. Übrigens, die beiden sind Brüder, wenn ich mich nicht täusche, was ich auch sehr faszinierend finde, dass man so als Brüder zusammenhält und das regelmäßig durchzieht, finde ich ja faszinierend. Finde ich echt faszinierend. Da kann man ruhig mal reingucken. Es ist cool gemacht. Ob da was anderes da, zwei Leute zu sehen, statt nur einem Idioten wie mich. Ist schon cool. Ja. Aber davon jetzt genug. Vorerst. Denn wie gesagt, Harvest Teller verabschiedet sich. Und apropos Horror, sowas ähnliches gibt es jetzt auch. Ich weiß noch nicht genau, wie horrormäßig das wird. Wahrscheinlich totaler Horror, wenn ich mitspiele, weil ich einfach der Horror-Typ bin. Und ja. Zwei Brüder und dann auch aus dem Saarland. Aus dem Saarland? Ach Mensch. Da kommt doch auch Fake Arnold her. Wo ist der eigentlich heute? Ich habe noch nicht gesehen. Ich gebe mal Fake Arnold eure Nummer weiter, ne? Sahne ist ja wirklich so groß, da kennt man sich bestimmt sowieso schon. So, liebe Leute, ich mache kurzes Päuschen und dann gleich geht's weiter mit Shedrick Power. Yeah. Bis gleich.